schauen die letzten Walliser Nachrichten vom Jahr 2008. Schön habt ihr euch an Silvester eingeschaltet. Das sind unsere Schlagzeilen. Brand zerstört Chalet im Unterwallis, Schweizer Reisekasse will Feriendorf im Wallis bauen und Sieg für den EAC Fisp und der HC Sirius Anivier. Am Mittwoch ist Jean-Pé Dambin im Chalet S4 ausgebrochen. Der Brand hat das Gebäude komplett zerstört. Laut der Kantonspolizei haben sich aber keine Personen verletzt. Die Mieter haben das Chalet alle rechtzeitig verlassen. Das Untersuchungsrichteramt Unterwallis hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Schweizer Reisekasse Reka plant zwei neue Feriendörfer am Mittelmeer und auch im Wallis. Laut den Verantwortlichen kommt in unserem Kanton vor allem das Oberwallis als Standort in Frage. Laut einem Bericht von der Berner Zeitung gibt es aber noch keine konkreten Pläne. Zum Sport, Eishockey. Der HC Siders Anivier hat dank einem Heimsieg gegen die GCK Lions die Playoffs erreicht. Er hat die GCK Lions vor 1225 Zuschauern mit 5:3 geschlagen. Und auch der EAC Fisp war erfolgreich. Auswärts hat er gegen die Neuenburg Young Sprinters mit 3:5 gewonnen. In der Tabelle ist der EAC Fisp mit 63 Punkten auf Rang 5, gerade ein Rang und Punkt vor dem HC Siders Anivier. Die Fisper haben dabei ein Spiel weniger als die Zunnostädter. Tele Oberwallis war wieder unterwegs, diesmal in Zermatt. Zwar ist das Wetter im Moment ein bisschen launisch und die Sonne schafft es nicht immer, sich gegen die Wolken durchzusetzen. Das tut aber der Silvesterstimmung keinen Abbruch. Zermatt ist quasi ausgebucht und die Strassen sind voll von Leuten, die in diesem Ferienjahr zusammen auf das neue Jahr anstoßen. Wechselhaft hat sich das Wetter in diesem Jahr allgemein gezeigt. Ob es im neuen Jahr besser kommt, das schauen wir jetzt im Walliswetter an. Größtenteils bedeckt ist heute im Oberwallis ja gewesen. Mehrheitlich zwar trocken, aber ohne Sonne macht das nur halb so viel Spass. Hier habt ihr gesehen auf der Wetterkamera von der Bettmeralp. Im neuen Jahr soll da alles besser kommen. Es tut wieder auf und die Sonne kommt uns zum neuen Jahr gratulieren. Auch mit den Temperaturen geht es bergauf. Im Talgrund messen wir 5 Grad, im Aletschgebiet 4 und im Saastal 0 Grad. Der Rest der Woche bleibt das geringste Teil sonnig und trocken. Die Temperaturen sind dort zwischen 2 und 3 Grad. Das sind schon also die letzten Walliser Nachrichten von diesem Jahr. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch und hoffentlich bis im neuen Jahr wieder.